Wir starten jetzt in ein Panel, in das erste Panel des Nachmittags, das sich nennt Implikationen für die Zukunft, politische Rahmenbedingungen für das Lernen und Lehren im digitalen Zeitalter. Und das sind ja die Punkte, die Sie angesprochen haben. Da geht es um Ressourcen, da geht es um Konzepte, da geht es um Verteilung von Mitteln. Da geht es natürlich auch darum, Ideen weiterzuentwickeln im produktiven Streit idealerweise. Und ich freue mich, dass ich vier produktive Streiter jetzt hier auf der Bühne begrüßen darf. Herr Dräger, Herr Jeckel, Herr Meier-Guckel und Herr Michalik, kommen Sie bitte nach oben. Freie Verteilung, wie Sie möchten. Ich darf Ihnen die Herren kurz vorstellen, soweit Sie sie noch nicht kennen. Beginne zu meiner Linken mit Michael Jeckel von der Universität Trier, dort Präsident. Es geht weiter mit Jörg Dräger von CAE, dort Geschäftsführer und gleichzeitig Vorstand der Bertelsmann Stiftung, aber mit einem Vorleben als Hamburger Senator im Bereich Wissenschaft und Bildung, sodass er da natürlich auch die politische Seite mit einbringen kann. Neben ihm steht Volker Meier-Guckel, den kennen Sie schon, stellvertretender Generalsekretär des Stifterverbands und last but not least Udo Michalik, der Generalsekretär der Kultusministerkonferenz. Herzlich willkommen. Frau Wanka hat im Grunde sowas wie, ja, so ein paar Vorlagen gemacht. Lassen Sie uns mal vielleicht so ein bisschen beginnen mit den politischen Rahmenbedingungen, wenn wir sie sozusagen über den Freiheitsbegriff definieren. Denn das war ja eine Diskussion, die wir an den Hochschulen in der Vergangenheit, in den vergangenen 15 Jahren etwa sehr stark geführt haben. Wie viel Freiheit, wie viel Autonomie brauchen die Hochschulen? Wenn wir auf die Digitalisierung schauen, da geht es einerseits um Autonomie und andererseits um Vergleichbarkeit und möglicherweise und Andockfähigkeit. Und möglicherweise kommt dann irgendwann die Freiheit der Kombinationsmöglichkeit in die Quere. Herr Dräger, Sie sitzen sozusagen an einer Stelle, wo Sie einerseits beraten, wo Sie andererseits Konzepte entwickeln. Wie viel Freiheit brauchen wir im digitalen Zeitalter für die Hochschulen? Hat sich das nochmal geändert durch die Digitalisierung? Können Sie mir eine andere Frage stellen? Nein, ich meinte das im Ernst. Wie viel Mut brauchen die Hochschulen, die Freiheit zu nutzen? Weil auf der einen Seite brauchen sie Infrastruktur. Ich glaube, das ist klar, ich kann Digitalisierung nicht betreiben, wenn ich nicht eine vernünftige Infrastruktur habe. Auf der anderen Seite brauchen sie einen rechtlichen Rahmen, der ermöglicht und nicht verhindert. Und da gibt es einiges, was wir ins digitale Zeitalter anpassen müssen. Kapazitätsverordnung, Lehrverpflichtungsverordnung, all die Dinge haben wir heute Vormittag auch schon erwähnt. Aber insbesondere brauchen die Hochschulen natürlich auch den Mut, die existierenden Freiheiten zu nutzen. Lege ich in der Berufungsverhandlung zugrunde, dass der zu berufende Kollege auch mal eine digitale Vorlesung hält? Schaffe ich Personalstrukturen wie den Instructional Designer, der meinem Kollegium hilft, die analoge Didaktik in die digitale Sphäre zu übertragen? Habe ich den Mut, mich eben auf diesen Weg zu begeben? Und insofern ist es, glaube ich, beides, der richtige rechtliche Rahmen, der ein Stück Freiheit gewährt, aber auch eben die Willigkeit und die Fähigkeit, diesen Rahmen auszuleben. Und mir fällt es immer ein bisschen schwer, wenn man nur sagt, gib Freiheiten, gib Geld, sondern es muss auch in den Hochschulen mit den Freiheiten und dem Geld was getan werden. Dann nehmen wir doch mal diesen Mutbegriff, Herr Jeckel. Wer braucht denn mehr Mut im Moment? Wer müsste mehr Mut entwickeln? Sind es die Hochschulen selber und die Akteure dort oder sind es diejenigen, die Ihnen auf Landes- oder Bundesebene politische Rahmenbedingungen setzen? Ich würde sagen, dass die meisten Universitäten und Hochschulen zunächst einmal eine Sorge darum haben, dass sie von der Technologie in einen Bereich hineingetrieben werden, den sie aus eigener Überzeugung sich so vielleicht nicht vorstellen wollen. Also diese Differenz zwischen der Außenwelt und der Innenwelt einer Universität oder Hochschule. Nehmen wir das Beispiel, das diese Woche diskutiert wurde, Arbeit 4.0. Die Wünsche an Flexibilität, die übrigens auch vor 20 Jahren, als es um Telearbeit ging, in dieser Form auch schon mal diskutiert wurden. Die lassen natürlich auch Präsidenten oder Professorinnen und Professoren an einer Hochschule nicht kalt. Die denken auch darüber nach, was bedeutet das eigentlich für mich? Muss ich im Rahmen des Erststudiums jetzt mehr flexibilisieren, als das bislang der Fall ist? Wer fragt das nach? Und bislang ist diese Diskussion, also diese interne Diskussion, wer fragt was nach und wie können wir das anbieten, noch nicht stark ausgeprägt. Das also mag fehlender auch mit der, Mut.
Ich würde nicht sagen, ja, vielleicht ist es fehlender Mut, vielleicht ist es auch noch eine falsche Vorstellung von dem Autonomiegedanken, der für eine Universität und Hochschule immer wichtig gewesen ist und auch wichtig bleiben wird. Ja. Es ist auch eine Sache eines Präsidiums, solche Diskussionen anzustoßen. Sie haben das angesprochen mit der digitalen Vorlesung. Natürlich kann ich mit jedem neuen Kollegen, jeder neuen Kollegin darüber reden, ob die Zielvereinbarung in den Bereich der Forschung hineingeht oder ob es eine sein wird, die sich stärker in die Entwicklung von Konzepten der digitalen Lehre entwickelt. Wenn er eine gute Vorstellung davon hat, nehmen wir mal den Bereich der Lehrerbildung, wo ich glaube, dass man gerade im Bereich der Fortbildung viele interessante Dinge auch digital anbieten könnte. Das wären Bereiche, wo man sagt, okay, hier gehen wir rein, hier experimentieren wir mit überschaubarem Rahmen und schauen, wie sich das entwickelt. Und von da können auch entsprechende Ausstrahlungseffekte ausgehen. Sie kennen ja das berühmte Zitat, there are three kinds of people in the world, those who make things happen, those who watch things happen and those who wonder what happened. Und in diese Richtung muss man das irgendwie dann versuchen. Also man hat schon Möglichkeiten der Steuerung, aber die Offenheit innerhalb des Hochschulwesens insgesamt, die ist sicherlich durch das Hochschulforum deutlich verbessert worden, weil die Fragen, um die es jetzt geht, die sind gut definiert und auch gut beschrieben. Aber jetzt geht es im nächsten Schritt darum, an solchen Dingen, wie Sie Herr Dräger angesprochen hatten, wie ich sie jetzt kurz skizziert habe, anzuknüpfen. Dann reiche ich das mal weiter auf die Ebene der Kultusminister und frage Udo Michalik, wenn Sie in der KMK über Digitalisierung reden, gibt es da mittlerweile, so wie wir das jetzt heraushören, dass an den Hochschulen eine halbwegs existierende Einigkeit darüber gibt, was Digitalisierung ist und wo sie hinführen könnte? Gibt es diese Einigkeit, diese übereinstimmende Einschätzung auch unter den Ministerinnen und Ministern? Die Frage so direkt gestellt, würde ich mit einem klaren Ja beantworten. Wir hatten jetzt in diesem Jahr doch ein sehr intensives Jahr der Diskussion auf vielen Ebenen. Und das war, ich glaube, auch schon sagen zu können, für die Kultusministerkonferenz einzigartig, dass wir mit einem Entwurfspapier für die digitale Strategie gestartet sind und in der Diskussion in der KMK unmittelbar die Stakeholder mit einbezogen haben. Und im Hochschulbereich war das relativ einfach, wenn man das so sagen kann, weil wir mit dem Hochschulforum Digitalisierung eigentlich treffliche Vorarbeiten hatten, um diese Diskussion auch schon mit in das Strategiepapier zu übernehmen. Insofern ist das, wie ich meine, auch aus dieser Diskussion zu sehen und zu hören. Und das erfreut mich besonders, eine sehr ehrliche Diskussion, die wir miteinander führen. Und ich glaube, das ist auch nicht immer selbstverständlich, gerade wenn man so den öffentlichen Hype betrachtet, dass wir sehr, sehr sorgsam die Pro und Cons abwägen, was geht und was geht nicht. Und ich glaube, vor dieser Frage ist auch letztendlich Politik gestellt. Wir können und wir sind in einem Transformationsprozess, wo wir nicht alles Alte ad hoc über Bord werfen können, sondern wir müssen sehen, wie wir behutsam, und ich sage dann auch mal mit Blick auf Landeshochschulgesetze und ähnliche Regelungen sehen können oder sehen wollen, wie wir mit Öffnungsklauseln diesen Transformationsprozess so gestalten können, dass wir am Ende an einem Punkt ankommen, wo wir viele mitnehmen und diesen Prozess erfolgreich gestalten können. Das klingt jetzt alles unglaublich harmonisch, Herr Meier-Guckel. Eigentlich könnten Sie dann als Stifterverband sagen, wir brauchen in der Richtung gar nichts mehr anschieben. Läuft doch, die wollen doch alle. Ja, könnte man meinen. Ist aber nicht so. Der DFG-Präsident Peter Strohschneider hat vor 14 Tagen, wie ich finde, ein bemerkenswertes Interview in der Zeit gegeben. Und sein zentraler Satz lautete, die Hochschulen haben ein schwaches konzeptionelles Selbstbewusstsein. Und das ist schon bemerkenswert. Auf der einen Seite haben wir einen Autonomiegrad in den Hochschulen, einen Freiheitsgrad wie nie zuvor in der Geschichte. Und auf der anderen Seite stellen wir fest, dass es so eine Haltung gibt wie, also ne, gibt Freiheitszieher, aber jetzt lasst uns bitte nicht allein mit dieser Freiheit. Und ich glaube, das beschreibt so das Spannungsfeld der Hochschulen. Sie brauchen natürlich nachhaltige Rahmenbedingungen, in denen Planung möglich ist, in denen Zielentwicklung und Strategieentwicklung nötig ist. Ich glaube aber, die Politik ist durchaus bereit, diese Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Das hat ja Frau Wanke eben auch schon angedeutet und das sagt auch die Kanzlerin beständig. Zeigt uns mal einen anderen Weg in die Zukunft und dann sind wir bereit, die Unterstützung zu leisten, die für diesen anderen Weg notwendig ist. Wir haben mittlerweile ja auch wunderbare Erfahrungen in wettbewerblichen Förderausschreibungen, wir haben die Erfahrung der Exzellenzinitiative. Wir machen jetzt die Erfahrung mit innovativer Hochschule. Und ich sage Ihnen,
das Geld ist das eine. Die Wirkung, die da an den Hochschulen in einem bestimmten Diskussionsfeld erzielt wird, wird das ganz anderes sein. Das wird 150 Anträge und noch mehr geben, da bin ich fest von überzeugt. Wenn wir jetzt so etwas beim Thema Digitalisierung auch anschieben können, ja, dass man sagt, bitte zeigt uns Konzepte auf und dann werden wir euch den Rahmen liefern, um diese Konzepte umzusetzen. Das erwartet man von den Hochschulen. Und gleichzeitig gibt es aber eine gewisse Zögerlichkeit, auch bei Herrn Jeckel klang das eben so durch, eine gewisse Ängstlichkeit, wir werden ja wieder irgendwo hingetrieben. Ich glaube, die Hochschulen haben es in der Hand zu definieren, das ist das Konzept von Digitalisierung, wie wir uns Forschung, Lehre, Infrastruktur in Hochschulen in Zukunft vorstellen. Die Bereitschaft ist auf allen Seiten da, solche Konzepte zu begleiten. Nicht nur beim Stifterverband. Aber manchmal wundere ich mich, dass so für eine Ausschreibung wie Curriculum 4.0 überhaupt Geld verlangt werden muss von Hochschulen. Also über curriculare Änderungen kann man sich doch auch mal auseinandersetzen, ohne dass es gleich 100.000 Euro Förderung gibt. Herr Dräger, also, dann Herr Jeckel. Ich glaube, im Positiven zeigt doch die Diskussion, wir sind in den letzten Jahren auch durch Initiativen wie das Hochschulforum von der Frage, warum müssen wir uns eigentlich mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen, zu dem, wie machen wir es denn richtig gekommen? Und das ist ja schon mal ein großer Schritt in der Bewusstseinserweiterung und sind jetzt wirklich im operativen Wie. Der Mut möchte ich an der Stelle noch mal spezifizieren, weil ich glaube, es geht nicht um den Mut, sich mit einer neuen Technologie auseinanderzusetzen, weil da bin ich bei Ihnen, die Technologie treibt Sie wahrscheinlich eher, als Sie die Technologie treiben können. Es geht um den Mut an der Stelle, auf der einen Seite sich mit einer neuen Art der Pädagogik auseinanderzusetzen. Ja, wie gehe ich denn mit Heterogenität in der Hochschule rum? Muss ich personalisieren, muss ich individualisieren oder kann ich weiterhin das Gleiche zu 1300 Leuten in der Einführungsvorlesung unterrichten? Und diesen Mut der didaktischen Veränderung, ich glaube, den haben die Hochschulen in der Hand. Und die Frage zu stellen, wie eben eine Hochschule dann aussieht, wenn Hochschulbildung immer mehr zum Normalfall wird und über 50% eines Jahrgangs an diese Institution gehen. Die Technik wird dann zum Hilfsmittel. Und der zweite Mut, und ich glaube, das ist auch, und da bin ich dankbar, dass das mit dem Hochschulforum weitergehen kann, ganz wichtig für die nächste Phase des Hochschulforums, ist von der personellen Ebene auf die institutionelle zu heben. Wir haben jetzt hier ganz viele versammelt, die individuelle Vorkämpferinnen und Vorkämpfer für eine neue Pädagogik, für Digitalisierung in der Hochschule sind. Und wir müssen jetzt eben auf die Ebene der Fakultäten, der Dekanate und der ganzen Institutionen kommen. Mit Ihnen haben wir hier einen Präsidenten sitzen, der von Anfang an sich dafür engagiert hat. Aber die meisten anderen, die hier saßen, waren eben Kolleginnen und Kollegen, die ihre Vorlesung modernisiert haben und die manchmal etwas spöttisch sagten, ich bin überall, einen sitze ich da in der ersten Reihe, ich bin überall in der Republik eingeladen, leider nie bei meiner eigenen Hochschule. Ja, also, dass es uns eben jetzt gelingt, diese institutionelle Ebene zu erreichen. Ich glaube, das ist der Mut, die pädagogische und die institutionelle Verankerung, die wir jetzt brauchen, weniger die technologische. Herr Jeckel, dann Herr Michalik. Ja, im Grundsatz stimme ich dem zu. Die zentrale Frage, die sich viele heute stellen, egal ob sie jetzt affin sind oder weniger affin zu all diesen Dingen, wo ist es heutzutage wirklich notwendig, dass sich die Struktur des Erststudiums durch Digitalisierung signifikant anreichere und gleichzeitig auch den Nachweis erbringen kann, dass dadurch qualitativ etwas besser wird? Ja? Darüber wird nach wie vor in den Universitäten und Hochschulen sehr viel gestritten. Und wenn der Herr Strohschneider jetzt sagt, wir haben also mangelndes konzeptionelles Selbstbewusstsein, Sie sind als Präsident, sogar als Vizepräsident, sind Sie frei, Ihre Ideen regelmäßig zu publizieren. Aber dann müssen Sie sich auch der Diskussion stellen, die dann kommt. Dann erleben Sie nämlich die Gremienuniversität in ihrer vollen Blüte. Dann muss man schon die beiden Seiten sehen, wenn man solche Dinge sozusagen in die Welt setzt. Mangelndes konzeptionelles Selbstbewusstsein. Da muss man eher über die Strukturen nachdenken, in denen wir uns bewegen. Und die sind in vielen Bundesländern eben so beschaffen, dass man sich häufig auch Angst um die existierenden Grundstrukturen macht. Und in dieser Situation bringen sie die Leute nicht so leicht auf einen Zug, in dem es darum geht, in eine Zukunft zu fahren, in der viel Gestaltungsmöglichkeit drin ist, aber dieser Grundkonsens unter den Kolleginnen und Kollegen eben noch nicht so wirklich da ist. Das geht auch durch verschiedene Fachkulturen hindurch. Das ist eine große Herausforderung und ich glaube, das Hochschulforum hat da sehr gute Arbeit geleistet. Ich wiederhole nochmal, die Fragen, die man jetzt beantworten muss, die sind definiert. Ja. Herr Michalik. Um da nochmal einzuhaken, auch Ihre Anfangsthese aufzunehmen. Ich glaube, wir haben jetzt auch im Zuge dessen, was sich mit Hochschulautonomie die letzten 10, 15 Jahre entwickelt hat, aber auch gleichzeitig der rechtliche Rahmen,
der sich mit der Hochschulautonomie entwickelt hat im Rahmen der Hochschulgesetze, durchaus hier die Situation, dass wir die Hochschulen jetzt schon in die Lage versetzt haben, in solche Entwicklungen von alleine, von sich aus anzugehen. Die Studienprüfungsordnungen sind weitestgehend in der Verantwortung der Hochschulen. Ausschreibungen sind in der Verantwortung der Hochschulen. Wir haben über die Jahre hinweg die Globalhaushalte entwickelt an den Hochschulen. Also ich glaube, dass viel an Rahmenbedingungen geschaffen worden, die eigentlich auch eine gute Voraussetzung bieten, hier diese Entwicklung mit Mut letztendlich anzugehen. Aber wie jetzt in der Runde auch schon gesagt wurde, dann auch mit dem entsprechenden Mut der Hochschulleitung diese Entwicklung und die Hochschulautonomie, ihre Verantwortung wahrzunehmen und dann auch in diese Richtung Hochschulautonomie zu definieren und zu praktizieren. Ist dann aber, Herr Meier-Gucke, möglicherweise der Föderalismus eine Bremse? Oder ist er vielleicht andersrum betrachtet doch die Chance, genau die richtigen Konzepte noch besser zu erproben, um sie dann mit den anderen teilen zu können? Ja, das ist auch wieder so eine pauschale Frage. Also, dafür bin ich wenn hier. Wenn wir natürlich, also ich glaube, eine der Ergebnisse des Hochschulforums war ja beispielsweise, dass das Fatalste wäre, wenn jetzt jede Hochschule wieder alles macht und alles einzeln macht und alles in Insellösungen macht. Wir brauchen Konsortien, wir brauchen Clouds, wir brauchen Plattformen, in denen sich hochschulübergreifend bestimmte Lösungen einfach auch aus Effizienzgründen angeboten wird. Dass das nicht an Ländergrenzen Halt machen wird, das ist ja wahrscheinlich. Ja? Also dass es da was Transföderales geben muss, auch in der Finanzierungsstruktur, das scheint mir auch selbstverständlich zu sein. Aber ansonsten würde ich sagen, Herr Michalik, so sehr unterscheiden sich die föderalen Strukturen in der Hochschullandschaft gar nicht, ja, was die Gesetzgebung angeht. Also die Freiräume sind da. Und es gibt ja auch gute Beispiele, wie man so eine Verbindung zwischen offener Diskussionskultur und Impuls, Nudging, herstellen kann. Ja, ich nehme immer gerne das Beispiel der RWTH Aachen. Ja, sind, glaube ich, auch wieder mit Vizepräsidenten hier. Sie wissen das, ich mag das total, was Sie da gemacht haben. Der Rektor hat gesagt, in 5 Jahren möchte ich 25% meines Bacheloranteils digitalisiert haben. Wie ihr das macht, entscheidet jeder Fächer Kultur selbst. Was ich euch zur Verfügung stelle, ist Geld und Raum. Die haben Experimentierräume für solche Entwicklungen gemacht. Das Ergebnis ist völlig offen. Das Ergebnis wird in jeder Fächerkultur eine andere sein. Aber der Anstoß ist gegeben und damit, das verstehe ich unter Strategieentwicklung, nicht eine Strategie, die nun irgendwie oben in der Hochschulleitung beschrieben wird, sondern einen Prozess dazu, ein wirkliches Hochschulprofil dazu entwickeln. Und also es gibt die Beispiele, ne? Es wurde ja eben gesagt, es gibt keine Leuchttürme, also 2, 3 Leuchttürme findet man schon in Deutschland, aber es könnten noch mehr sein. Herr Dräger. Also ich tue mich auch so ein bisschen schwer, immer zu sagen, bevor der Föderalismus nicht beendet und das Beamtentum abgeschafft ist, können wir mit Reformen nicht beginnen. Ja, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann was geschieht, ist einfach zu gering. Insofern ist eher die Frage, wie ich innerhalb eines föderalen Systems ein globales Thema wie Digitalisierung nach vorne bringe. Und da bin ich bei Herrn Meier-Guckel. Es wäre mir wichtiger, dass die technischen Universitäten in Deutschland und Europa sich zusammentun und sich gegenseitig ihre digitalen Angebote anerkennen, als dass wir jetzt an Ländergrenzen irgendwie über den Föderalismus diskutieren. Und die Hochschulen haben die Freiheit. Also ich glaube nicht, dass jemand die TU 9 oder andere daran hindern würde, sich gegenseitig ihre digitalen Produkte anzuerkennen. Aber warum machen die es dann nicht? Warum hakt es da? Herr Jeckel, also mutmaßen Sie mal über Ihre Kollegen. Also ja, gut. Also Impuls-Nudging ist ja ein schöner Begriff. Ja. Impuls-Nudging. Ja. Ich würde sagen, dass wir eigentlich 2 Dinge unterscheiden müssen, und das, der eine Punkt ist auch ein Ergebnis dieses Hochschulforums gewesen. Am Anfang haben wir darüber diskutiert, was wird die Zukunft der Universität, der Hochschule sein, und dann haben wir sehr schnell erkannt, dass diese Diskussion, die wir geführt haben, zunächst über die MOOCs, dann später über andere Dinge, uns eigentlich bewusst gemacht hat, wie ein Campus im 21. Jahrhundert aussehen muss, damit er für Studierende zukünftiger Generationen auch nach wie vor interessant ist. Denn auch in den Vereinigten Staaten gehen ja nach wie vor viele, es hat unterschiedliche Gründe, aber das Erststudium hat ja immer noch auch die Faszination, dass man den Campus kennenlernt und nicht Nanodegrees bei Kollegen Truhn erwirbt. Das ist der eine Punkt, dass man das im Auge behalten muss. Und das andere ist eben, dass man, und dadurch, glaube ich, gewinnt man auch einige auf dem Campus selbst, dass sie erkennen, okay, das hat seinen Wert, das hat seinen Sinn, hier haben sich bestimmte Formen des Lehrens und des Arbeitens haben sich verändert, es werden bestimmte Gelegenheitsstrukturen erwartet, die einfach da sein müssen, und wenn man da nicht mitspielt, dann spürt man das auf ganz unterschiedlichen Ebenen, am ersten natürlich dann auch bei der Zahl derjenigen, die irgendwann noch zu einem kommen.
Und dadurch wird sich ohnehin ein Wandel in den Hochschulen und Universitäten vollziehen. Und die zweite Frage ist dann eben wirklich, wie viel investiere ich in die Verbesserung des Erststudiums durch Digitalisierung, also durch Modularisierung? Dann muss ich mich auch die Frage stellen, für wen, in welchen Bereichen macht das Sinn? Und wie viel investiere ich in Bereiche, die mir quasi die Verbindung zu meinen ehemaligen Studierenden, aber auch zu bestimmten Berufsgruppen, die ich einmal ausgebildet habe, garantiert. Und dann sind wir bei dem Thema, das die Ministerin angesprochen hat. Wie kann man Digitalisierung und lebenslanges Lernen oder Digitalisierung und Weiterbildungskonzepte, auch Digitalisierung und Kontakte zu den Alumni-Organisationen und so weiter, wie kann man das sinnvoll für die Universität einsetzen? Und in diesem Prozess wird sich auch die Generationen an den Universitäten verändern sich ohnehin, wird sich auch die Öffnung und die Bereitschaft, sich intensiver diesem Dialog zu stellen, die wird quasi automatisch mitwachsen. Aber was Sie beschreiben, ist ja ein Grundproblem gewissermaßen, wenn Digitalisierung nicht zum Querschnittthema gemacht wird. Und das wäre ja, so wie Sie es jetzt skizzieren, dass man immer über die Einzelverbindungen diskutiert. Digitalisierung und Internationalisierung, Digitalisierung und Alumni-Arbeit. Also wir brauchen ja sowas wie einen Kulturwandel dann. Das heißt, wir müssen vielleicht ganz andere Instrumente nutzen, um das an den Hochschulen zu verändern. Gut, es gibt ja bestimmte Querschnittbereiche, die sind schon gut entwickelt. Also das ist, es gibt ja unterschiedliche Auffassungen darüber, wie ich heute gehört habe. Aber die Organisation der Lehre, die Organisation des Studiums, den Wandel der Prüfungskultur, und das ist ja schon relativ, verglichen mit der eigentlichen, der Kernlehre, ist ja schon relativ weit entwickelt. Aber in der Lehre selbst, da ist natürlich noch sehr viel Spielraum und das ist, wie ich eben schon sagte, von Fachkultur zu Fachkultur verschieden. In der Lehre selbst ist übrigens Digitalisierung schon weit angekommen. Selbst bei den Archäologen finden Sie eine Unmenge an Digitalisierung. In der Mathematik ohnehin, über Simulationsverfahren. Bei der Informatik muss man sie nicht hintragen, das ist ohnehin Bestandteil. Aber bei den Disziplinen, wo man jetzt fragen würde, Geisteswissenschaften, Erziehungswissenschaften und die Bildungswissenschaften übrigens selbst, also auch da müsste ja eine Öffnung stattfinden im Hinblick auf Chancen, aber auch Risiken der digitalen Lehre. Und auch da wurde ja heute gesagt, die Didaktik muss führen und nicht die Technologie. Wir haben ja früh im Hochschulforum auch gesagt, wir brauchen wegen dieses Interdisziplinären keine Digitalisierungsstrategie, also keine technologische, sondern eine Strategie für das digitale Zeitalter, weil es ja darum geht, bestimmte Aspekte, mit denen wir heute in unserem Hochschulwesen nicht hinreichend zufrieden sind, mit dem Hilfsmittel Digitalisierung zu verbessern. Und das ist dann eben eine Aufgabe über die Fakultäten hinweg, die beim Präsidium aufgehängt werden muss. Da geht es um den Umgang mit Heterogenität oder eben die Internationalisierung oder das lebenslange Lernen und die Versorgung der Alumni mit Weiterbildungsprodukten. Das sind aber Fragen, bei denen Digitalisierung einen Beitrag leisten kann, wo aber die Technologie nicht das Einzige ist, was dafür nötig ist. Und deswegen eben dieses Interdisziplinäre und in der Regel auch irgendwo ein Stück weiter oben aufgehängt in der Hochschule. Also es braucht Mut, der Föderalismus und das Beamtentum taugen nicht als Ausrede, es muss eigentlich nur noch losgehen, das ist das Fazit bis hierhin. Sie können sich einschalten, wir freuen uns, wenn Sie mitdiskutieren, wenn Sie Anmerkungen haben, irgendwo eine kleine Spitze loswerden wollen, alles gerne genommen im Sinne einer sehr schönen diskursiven Streitkultur. Sie melden sich einfach, ich gucke mal so ab und zu in Ihre Richtung, wenn jemand sich einschalten möchte, dann bitte entsprechend sich kenntlich machen. Das scheint im Moment nicht der Fall zu sein. Na gut, wir machen hier weiter. Herr Michalik, wenn wir sozusagen eigentlich an einem ganz guten Punkt stehen, weil das scheint ja hier Konsens zu sein, dass es weitergehen kann, ist die Frage trotzdem, was müssen die nächsten Schritte sein? Dass das Hochschulforum weitergeht, ist jetzt sozusagen gesetzt. Das klang gerade durch. Frau Wanke hat das angesprochen. Es wird begrüßt von allen Seiten. Was sind weitere Schritte, um das zu begleiten? Denn wir haben ja auch festgestellt, dass wir im Grunde so an der Kante sind zwischen dem, wo es von den Projekten übergeht, in die Planung. Und wie kann man jetzt diese Planungsprozesse, in diesem Fall dann aus Sicht der KMK, weiter unterstützen? Ich denke, hier wird in den nächsten Monaten vieles parallel laufen müssen. Einige Handlungsfelder sind hier auch schon benannt worden im hochschulrechtlichen Bereich, Lehrverpflichtungsverordnung. Ich muss das alles nicht wiederholen. Wir wissen auch, dass Bund und Länder gemeinsam an vielen Stellen Diskussionen zu führen haben, die auch gewisse Öffnungen, ich denke nur ans Urheberrecht, ermöglichen müssen. Da sind zurzeit keine schönen Diskussionen im Gange, die, denke ich, auch ein wenig hinderlich wirken. Datenschutz ist hier mehrfach thematisiert worden.
Wir sind im Bereich der Open Educational Resources unterwegs, dort Regelungen zu diskutieren und zu finden, um an der Stelle weiterzumachen. Also ich glaube, und das wird auch die Strategie der KMK in der nächsten Woche zeigen, haben wir schon ganz klar definiert, in welchen Handlungsfeldern wir tätig werden müssen, um hier die nächsten Schritte miteinander zu vereinbaren. Und solange das weiter so dialogisch passiert, bin ich da sehr guter Hoffnung, dass wir da auch wirklich strukturiert, wie die Ministerin das hier an der Stelle auch nochmal ausgeführt hat, den Prozess weitergestalten können. Herr Mayer-Gugel. Ja, Sie haben ja schon gesagt, das Hochschulforum, vielen Dank, Frau Ministerin, wird weitergeführt. Wir haben uns natürlich schon mal Gedanken gemacht, wie das weiterentwickelt wird. Wir werden jetzt nicht nochmal 5 Jahre more of the same machen, sondern der entscheidende Schritt wird an der zentralen Aussage auch von Frau Wanka sich orientieren. Wie kommen wir jetzt von der Expertendiskussion, von den guten Beispielen Einzelner zu einer institutionellen Diskussion? Und da wird auch das Hochschulforum nicht nur die Expertise, die hier angesammelt worden sind, in Personen und in Papieren, jetzt versuchen, in die Hochschulen selber zu tragen, im Sinne von Peer Review, also nicht Peer Review, in dem Sinne von Peer Austausch, Diskussionen darüber, welche Erfahrungen haben an der einen Hochschule funktioniert und wo an der anderen Hochschule nicht, aber direkt im direkten Austausch mit einzelnen Hochschulen. Sodass wir hoffen, dass wir diese Brücke, die eben Herr Dräger ansprach, von der personellen Expertise in eine strategische, institutionelle Diskussion schlagen können. Das ist das, was wir jetzt in den nächsten 5 Jahren vorhaben. Ich hoffe, das wird uns gelingen. Ich glaube, wir haben weitgehend Einigkeit über das, was auch an Rahmenbedingungen, an politischer Begleitung nötig ist. Ich bin der festen Überzeugung, das zeigen ja alle Papiere auch für die nächste Legislaturperiode, das zentrale Thema Digitalisierung überhaupt bei der gesellschaftspolitischen Debatte sein wird. Also alle Voraussetzungen sind da und ich glaube, die nächsten 5 Jahre werden hier nochmal einen ganz, ganz anderen Schub bringen, als wir in den vergangenen letzten 5 Jahren erlebt haben. Aber auch da muss ich sagen, nicht nur Frau Ministerin Wanka hat da einen Lernprozess möglicherweise auch durchlaufen, den sie eben selber beschrieben hat. Ich habe auch den Eindruck, dass wir am Anfang viel weiter auseinanderlagen in den einzelnen Einschätzungen um Fortschritt, um die nächsten Schritte, die es überhaupt zu gehen gibt, als am Ende dieser Debatte. Das hat sich in vielen, vielen Arbeitsgruppen trotz durchaus kontroverser Standpunkte angeglichen. Ja? Und wir sind von der MOOC-Debatte ausgegangen und sind jetzt ganz woanders gelandet in den nächsten 5 Jahren. Das muss man sich alles mal in Erinnerung rufen, um zu sehen, das hat wirklich hier auch substanzielle Diskursfortschritte gegeben. Irgendjemand hat gesagt, Ulf Ehlers war es, glaube ich, und das finde ich eben in einem Podium. Wir müssen auch überhaupt erstmal eine Sprache finden. Wir kennen den Diskurs über gute Forschung. Wir entwickeln langsam einen Qualitätsdiskurs über gute Lehre. Und wir müssen jetzt eine gemeinsame Sprache finden, was ist jetzt Qualität für ein digitales Zeitalter. Und das geht nicht von heute auf morgen, aber ich glaube, wir arbeiten gut dran. Herr Jeckel, dann Herr Michalik. Ja, und dann brauchen wir eben auch einen Qualitätsdiskurs über gute Strukturen. Ja, also wenn wir jetzt noch mal kurz zurückgehen, und wir nehmen das MOOC-Thema, ich sehe Herrn Perseke da sitzen, die Universität Mainz war bei diesem Thema MOOC, Vorlesungsaufzeichnung und so weiter. Sie haben da einiges investiert und haben dann doch feststellen müssen, dass sozusagen der Aufwand und der Ertrag in keinem guten Verhältnis steht. Es gibt unterschiedliche Zahlen darüber, was ein gutes Lehrvideo kostet. Das kann man wahrscheinlich auch gar nicht so exakt beziffern. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe meine Papyrologie mal gebeten, ein kleines Fach, aber ein feines Fach, doch mal ein Konzept zu entwickeln für, wie das hier heute auch beschrieben wurde, für einen MOOC, mit dem man auf nationaler und internationaler Ebene für ein Fach, das man selten studieren kann, wirbt. Die haben sich in der Skriptentwicklung geradezu verzettelt. Also bis die mal, ich habe dann irgendwann gesagt, wollt ihr ein Hollywood-Format auflegen oder wollt ihr euch in die Reihe der Ars Legendi-Preisträger im Sinne der digitalen Helden einreihen? Kocht das mal ein bisschen runter, schaut euch mal an, wie man auf YouTube auch sehr erfolgreich sein kann. Oder nehmen Sie so die Telekolleg-Sendung von früher, die haben doch durchaus was. Die sind übrigens auch didaktisch waren die gar nicht so verkehrt, weil sie den Satz des Pythagoras erklärt haben. Letztes habe ich mir mal was angeschaut über Integralrechnung, das ist gar nicht so schlecht, ja. Also, und jetzt, wir haben heute Morgen darüber diskutiert, also wir brauchen eine Diskussion über die Qualität der Strukturen, die man benötigt. Wir kriegen das, das wissen wir alle, wie wir hier sitzen, wir kriegen das mit den Strukturen, die wir momentan haben, kriegen wir das Thema nicht signifikant weiterentwickelt. Mit den 3, 5, 6, 7 Leuten, die in diesen Bereichen explizit tätig sind.
Und wir haben eigentlich relativ wenig hier im Hochschulforum über die Organisationen, denen wir schon den Namen gegeben haben, diskutiert. Also virtuelle Hochschule Bayern, virtueller Campus Rheinland-Pfalz, ELAN e.V. und so weiter und so weiter. Hamburg Open Online University, um ein weiteres Beispiel zu nennen. Also wir müssen in diese Diskussion rein, um zu sehen, ich habe das heute Morgen schon mal erwähnt, für das Buch hatten wir die Bibliothek als gigantische Organisation. Wie sieht die Organisation für digitale Lehre, vielleicht auch für digitale Forschung, weil der Rat für Informationsinfrastrukturen angesprochen wurde, wie muss das aussehen? Und da, Herr Mayer-Gugl, da bräuchte man vielleicht auch vom Stifterverband oder aus anderen Bereichen neue Impulse, dass man über diese ja bereits existierenden Strukturen und wie man die besser miteinander vernetzt. Denn wenn man das als Bilanz mal betrachtet, was da rausgekommen ist, da wird eine Lernplattform angeboten und die einzelnen Unis nehmen doch eine andere. Also dieser Gedanke, wir müssen irgendwie vielfältig sein, der ist auch im Bereich der Digitalisierung noch sehr verbreitet, wird natürlich auch durch das Argument Individualisierung geradezu vorangetrieben. Aber man muss manchmal auch ein bisschen ökonomisch denken in dem Bereich, weil man sich ansonsten, schafft man da eine digitale Zweitwelt, die kann ja kein Mensch bezahlen. Das ist doch schon wieder so eine Debatte, digitale Zweitwelt. Also wir haben doch jetzt irgendwie Konsens erzielt, dass es eine Erstwelt des Analogen in Verbindung mit dem Digitalen geben muss. Dass es um ein didaktisches Konzept geht, und ich kann das gar nicht oft genug sagen, um eine pädagogische Erneuerung der Hochschulen. Ob mit oder ohne, ob mit viel oder ohne viel technologische Unterstützung, das muss jeder Fächerkultur für sich klären. So, also haben die Bildungswissenschaften dann zu lange geschlafen, wenn das so ist. Ja. Right. Da schreibe ich gleich ein Ausrufezeichen dahinter. Ja, aber ich habe an anderer Stelle, ich glaube, es war in Hamburg, habe ich mich auch mit einem Kollegen, der so bildungsökonomisch argumentiert hat, das haben sie jetzt nicht gemacht, also würde ich damit nicht sagen, gestritten. Und dann habe ich zu ihm gesagt, jetzt hören Sie mir mal zu, es gibt nach wie vor an deutschen Hochschulen und Universitäten ausgezeichnete analoge Vorlesungen, die ohne irgendein einziges digitales Element auskommen. Ja? Und warum soll man sozusagen in einer Art von zwanghaften Auftrag, du musst jetzt diese Dinge integrieren, warum soll man jemand, der in dieser Hinsicht gut ist, die Leute, die hinter der Kamera sitzen und ihnen den Satz des Pythagoras erklärt haben, gut, das war jetzt, glaube ich, eine Lernsoftware, aber nehmen wir mal, das war eine Lernsoftware, da war also gar keine Person involviert. Ja. Aber es gibt ja diese didaktischen Qualitäten, und wenn Sie diese Leute auch dazu gewinnen, guck nochmal rüber zu Herrn Persicke, Ihre Expertise in die qualitative Verbesserung der Lehre unter Einbindung von digitalen Elementen hineinzubringen, oder das macht ja auch der Herr Lobitschatsch, ja, das ist eine gute Entwicklung. Aber jetzt per se zu sagen, in unterschiedlichsten Disziplinen der Anglistik, der Romanistik, der klassischen Philologie, um jetzt mal Disziplinen aus einem geisteswissenschaftlichen Kontext zu nennen, der ist ja in Trier sehr dominant, da muss man argumentativ auch gut aufgestellt sein und nicht einfach daherkommen und sagen, so, also jetzt, um das Aachener Beispiel zu nehmen, in 3 Jahren 25% digitalisiert. Okay, ja? Herr Jäckel, das war ja auch nicht mein Punkt. Also ehrlich gesagt, die Humanities sind ja im Bereich digitaler Forschung total inspirativ. Ja, ich weiß, das ist was anderes. Aber über Lehreffekte und über gutes Lernen wissen wir ja gar nicht viel. So, das ist das, was die Bildungswissenschaft tatsächlich versäumt hat, Hochschullehre tatsächlich zu untersuchen. Das ist aber nicht mein Punkt. Mein Punkt war nochmal, jetzt nicht pauschal zu sagen, wir brauchen mehr Geld für die Transformation ins technologisch-digitale, sondern konkret mal runterzubrechen, was das eigentlich bedeutet. Ich nehme mal das Beispiel, was Herr Dräger eben genannt hat. Wir brauchen eine neue Personalstruktur an Hochschulen. Instructional Designer oder Instruktionsdesigner, das ist eine neue Profession, die gibt es noch gar nicht in Deutschland. Wir haben viel Diskussion, wie viel Mittelbauer brauchen wir, wie kann der entfristet werden und so weiter. Aber mal konkret deutlich zu machen, was brauchen wir eigentlich an technischer Unterstützung, damit die Lehrenden das tun, was sie tun sollen, nämlich lehren und nicht MOOCs entwickeln. Das ist nicht deren Hauptaufgabe. So, dann haben Sie eine ganz andere Debatte. Dann sagen Sie, passen Sie mal auf, wir brauchen eine neue Personalstruktur, Mittelbau. Wir sind bereit, 3 Stellen umzuwidmen. Und bitte schön, Landesminister oder Landesministerin, bitte gebt uns noch 3 Stellen dazu. Da haben wir eine Ressource, die uns tatsächlich strategisch voranbringt. Und ich glaube, solche Diskussionen müssen geführt werden, nicht pauschal sagen, mehr Mittelbau, weniger Mittelbau, mehr Geld für die Professoren und weniger und mehr Deputat. Das kann man so nicht machen, glaube ich. Herr Michalek und Herr Dräger, und in der Zeit wandere ich schon mal so Richtung unserer Wortmeldung. Ganz schnell, ich glaube, wir sind bei einem wesentlichen Kernpunkt der Diskussion auch angekommen, auch wieder bei Sprache zu bleiben dann letztendlich. Womit ich mich auch mal persönlich so ein bisschen rumschlage, ist diesen Begriff Digitalisierung für den Unterricht zu übersetzen. Was heißt das denn nun konkret für den Lehrenden, für den Lehrer, wenn wir auf den zugehen und sagen, du musst deinen Unterricht digitalisieren, dann zuckt er erstmal mit den Schultern und sagt, schön.
Wie können wir das dann tatsächlich übersetzen? Und ich bin viel im Internet unterwegs, gucke mir YouTube einige Beispiele an und habe mich im Ausland umgeschaut mit Hilfe des Stifterverbandes, wie dann sowas aussehen könnte. Und ich glaube, da ein paar praktische Beispiele, etwas Haptisches zu finden, was anfassbar ist für Lehrer, zu sagen, so könnte es gehen, so könnte es aussehen. Es ist ja nicht nur eine Unterrichtsstunde zu gestalten, sondern Schule, Unterricht heißt ja auch Lernzyklen zu gestalten. Wir verändern ja ganze Lernzyklen. Wir bieten ja an mit digitalen Möglichkeiten, dass man die Vorlesung, wenn man sie verpasst hat, hat man sie halt verpasst. Aber man kann sie sich nochmal anschauen. Also man kann vor, zurückgehen, man kann fördern, man kann Dinge wieder aufgreifen. Also sind ja im Lernzyklus ganz viele Möglichkeiten damit verbunden. Insofern würde ich auch nicht die Diskussion führen, nur sozusagen didaktisch-pädagogisch bestimmt, weil Technik eröffnet ja auch Möglichkeiten. Man kann ja auch technische Möglichkeiten aufnehmen und dann didaktisch dann letztendlich auffüllen. Wir müssen uns, glaube ich, auch von vielen analogen Denkmustern trennen, mit denen wir groß geworden sind. Und diese Dinge, glaube ich, komplett neu denken. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung. Nur noch ein Gedanke dazu. Wenn ich eine schlechte Didaktik digitalisiere, wird sie dadurch nicht besser, sondern bleibt schlecht. Ja? Und Gegenbeispiel, ja, ich sag mal, Herr Lovitschak hat, weiß ich nicht, wie viele Millionen Leute, die seine Erklärungen zu den Friedmannschen Gleichungen angucken, ja, die er auf einen 250-Euro-Laptop produziert hat. Also es lag jetzt nicht an den Hollywood-ähnlichen Produktionskosten, warum die Leute sich das angucken, sondern anscheinend an irgendwie was anderem, nämlich, dass sie es dadurch verstanden haben. Und das wäre eben mein Plädoyer, erst für die Didaktik und dann zu gucken, welche technologischen Hilfsmittel ich brauche und nicht versuchen, krampfhaft die schlechte Didaktik jetzt zu technologisieren. Ich kann auch durch Digitalisierung Schlechtes ein bisschen moderner gestalten und dann wirkt es schicker, ist immer noch schlecht, aber ich verstetige es dadurch, weil es jetzt irgendwie digital aussieht und besser aussieht, aber kein Stück besser ist. Ja, wir kommen zu den Wortmeldungen. Drei Bitten, stellen Sie sich kurz vor, keine Co-Referate und am Ende ein Fragezeichen oder zumindest eine handfeste Beleidigung, damit wir was zu diskutieren haben. Beleidigung ist mir lieber. Jürgen Handke, Philipps-Universität Marburg. Ich wollte eigentlich was zum Thema Open Educational Resources sagen, aber eins fiel mir auch noch auf, Instructional Designer habe ich noch nie gehabt. Mir hat früher nie einer erklärt, wie ich die Tafel zu organisieren habe oder wie ich PowerPoint zu bedienen habe. Also sowas würde ich gar nicht haben wollen. Open Educational Resources, Herr Jeckel und Herr Dreh, Sie haben es eben gesagt, die Videos von gewissen Kollegen, Persicke, Lovischach wurden erwähnt und wir könnten noch andere erwähnen. Wie wollen Sie es schaffen, dass die auch mal von anderen Lehrenden genutzt werden? Denn da ist eine Riesenbarriere in den deutschen Köpfen. Sie können OER produzieren, wie Sie wollen. Sie werden nicht genutzt von dritter Seite. Wer möchte? Herr Dräger? Ich kann dem leider nur zustimmen. Also Digitalisierung funktioniert nicht dann, wenn alle nur produzieren für viel Geld, sondern wenn irgendwer auch mal bereit ist, die guten Dinge, die andere produziert haben, in seinen eigenen Unterricht einzubinden. Und das ist eine Frage im Endeffekt der Effizienz und der Aufgabenteilung. Ich würde mir erhoffen, dass wenn es Verbünde gibt von gegenseitiger Anerkennung, dass das dann ein Stück leichter fällt, nicht nur auf der Ebene der ganzen Vorlesungen, sondern auf der Ebene der Einzelmaterialien. Aber ich bin bei Ihnen, die Produktionsfröhlichkeit ist größer als die Nutzungsbereitschaft. Herr Jeckel. Ja, im Grunde genommen, ich würde mich dem anschließen. Wir hatten in Hamburg eine ähnliche Diskussion. Da hat jemand gefragt, warum muss ich die Analysis-Vorlesung eigentlich immer lokal hören? Da gibt es doch eine hervorragende. Ich glaube, da wurde sogar Stanford als Beispiel erwähnt. Und dann habe ich mich eben gefragt, ja, warum soll denn jetzt der Mathematiker, wo auch immer, in Hamburg, dazu da sein, zu erklären, wie der Kollege in Stanford die Analysis erklärt hat. Denn er muss ja anschließend dann für die Fragen zur Verfügung stehen. Also da muss man ja zunächst einmal auch als Lehrender einen größeren Schritt machen und sagen, ja, warum nutze ich diesen Import und entwickle nicht meine eigene Qualität in dieser Entwicklung. Mach ich mein Lehrbuch auch, sagt der Handke. Ja. Gut, aber trotzdem, die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, ist nach meiner Erfahrung sehr gering ausgeprägt. Ja. Okay, Werner Wallersheim, Universität Leipzig. Ich denke, ich bin einer von diesen Bildungswissenschaftlern, die angeblich geschlafen haben. Ich würde das ganz heftig bestreiten und sagen, wir sind überhaupt nicht an die empirischen Kerndaten herangekommen. Wir haben dieses Jahr in Innsbruck die Jahrestagung der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft veranstaltet. Ich habe zusammen mit Thomas Köhler in einem Forum gesessen über Megatrends und wir haben gefragt, was schätzt ihr ein, Kolleginnen und Kollegen, was sind die Megatrends, worüber sollten wir mehr forschen? Und mit ganz überwiegender Mehrheit
lernen. Wir wissen zu wenig darüber, wie Lernen wirklich funktioniert. Und wir kommen hier an einen vollkommen neuen Punkt, dass wir mit Educational Data Mining Lernprozesse identifizieren können, die mir dann anschließend als Hochschullehrer helfen, Mentoring zu machen und damit Humboldt möglich zu machen in der Massenuniversität. Und das ist meine Vision. Ich will, dass meine Studierenden aktiv lernen und dazu brauche ich Digitalisierung. Was soll jetzt wer von den Vieren da machen? Die auf die Bildungswissenschaft schimpfen, sollen sich kollektiv schämen und eine entsprechende Antwort. Herr Meier-Guckel, jetzt können Sie überlegen, ob die Antwort länger ist oder das Schämen. Nach einer Minute des individuell kollektiven Schämens kann man ja wohl, wenn man so in die Geschichte der Bildungswissenschaften schaut, nicht leugnen, dass es vor 15 Jahren einen dramatischen Empirical Turn gegeben hat. Ja? Von reiner Theorie zur Baumarktschule, um es mal so auszudrücken. Und jetzt haben Sie völlig recht. Genauso wie wir über PISA erstmal geschaut haben, was passiert da eigentlich im Unterricht, was passiert eigentlich in Fortschrittsleistungen, gibt es jetzt die Möglichkeit, über Data Mining, wenn man es klug macht und wenn man es personenschutzbezogen macht, Erkenntnisse zu bekommen, die wir niemals, weder die Hirnforschung noch die Pädagogik in irgendwelchen in Structural Designs oder wie Sie es auch immer nennen wollen, hätten machen können. Jetzt können Sie das. Diese Chancen sind da. Und übrigens, dann wird die Bildungswissenschaft auch gesellschaftlich wirklich, wirklich relevant. Es wird ja auch hin und wieder mal geklagt von den Sozial- und Humanwissenschaften. Wir kommen ja nie vor. Ja? Wenn gesellschaftliche Herausforderungen beschrieben werden, dann wird Technology gefördert und dann wird dies gefördert und Ökologie gefördert. Aber wir Humanwissenschaftler kommen nie. Jetzt gibt es die zentrale Aufgabe der digitalen Gestaltung einer Gesellschaft. Da spielen die Humanwissenschaften eine ganz zentrale Rolle. Das heißt, ich glaube, das ist wirklich auch ein Turf, wo sie dann gesellschaftliche und übrigens dann auch Relevanz im Förderprogramm erhalten können. Aber da müssen sie die Bereitschaft haben, die sie eben dargestellt haben, nämlich auf solche Szenarien der Forschung sich auch einzulassen. Ja, Elmar Husmann von der European Learning Industry Group. Also ich vertrete ein bisschen die Industriesichtseite und wollte deswegen auf die Frage kommen, wie eigentlich so Public-Private Partnerships aussehen können in dem Bereich, in dem man Industriepartner einbindet. Und ein Kommentar zu dieser häufig geäußerten, erst die Pädagogik, dann die Technologie. Ich denke, das ist hundertprozentig richtig, wenn es um die inhaltliche Priorität geht. Wenn es aber um den strategischen Prozess geht, glaube ich, braucht es auch eine Gleichzeitigkeit und es braucht vielleicht auch so eine Art Co-Kreativität von beiden Seiten, wo auch Impulse von der technologischen Seite kommen, die auch die Pädagogik beeinflussen. Also die Frage ist, wie können solche Partnerschaften aussehen? Wer möchte? Herr Dreger? Möchte niemand. Den eigenen Computer zusammenzulöten. Natürlich bedürfen sie da einer Unterstützung, dürfen sich aber eben ihre Kernkompetenz, was sie mit der Technologie, egal von wem der Impuls kommt, was sie mit der Technologie hinterher im Seminarraum oder im Hörsaal machen, nicht nehmen lassen. Ja? Und da haben sie eine Kernkompetenz und den Rest können sie sich natürlich auch zuliefern lassen und auch gemeinsam entwickeln lassen, so wie die Lehrbuchverlage sich heute ja auch mit den Ministerien, mit den Schulministerien hinsetzen und wenn es ein neues Schulfach geben soll, dann eben gemeinsam überlegen, wie die unterschiedlichen Kompetenzen da einfließen, dass hinterher ein Buch rauskommt. Und das Buch ist heute eben ein zusätzlich anderes Produkt auch noch. Und ich wäre da für die gleiche Offenheit, wie man auch mit anderen Partnerschaften in der Vergangenheit umgegangen ist. Ich glaube, wenn sich beide aufeinander einlassen und der eine und der andere wiederum die Bedürfnisse akzeptiert, weil das erlebe ich so ein bisschen zurzeit, dass sehr viel Druck von der Industrie ausgeübt wird, um die Prozesse zu beschleunigen, da sind Bildungsinstitutionen nicht so schnell aus den Gründen, die hier gerade diskutiert werden. Aber wenn beide Partner sich darauf einlassen, glaube ich, da können sehr, sehr fruchtbare Allianzen daraus entstehen. Ja, guten Tag. Klaus Sommerfeld aus Erfurt. Ich hätte eine Frage an alle vier. Das Thema ist eigentlich politische Rahmenbedingungen für Lernen und Lehrende. Das ist mir jetzt ein bisschen kurz gekommen. Einmal an den Herrn von der KMK. Was sehe Sie als eine der Prioritäten
innerhalb der Kultusminister bzw. auf Bundesebene, was getan werden müsste, auch an der Gesetzgebung, um wirklich hier das digitale Zeitalter voranzubringen. Weil wir sind doch eigentlich schon im digitalen Zeitalter. Wir sind eigentlich hinterher. Wir sollten die Grundvoraussetzungen dafür schaffen. Und an die andere Herren einfach die Frage, was wäre für Sie die Priorität der Anforderungen, wo Sie dringendsten Handlungsbedarf sehen? Können Sie anfangen, Herr Michalik? Ich mache ganz kurz. Ich hatte es ja schon in meinen Ausführungen gesagt, dass wir wissen, dass wir einige gesetzgeberische Prioritäten auf der Tagesordnung haben, wie Urheberrecht, wie beim Datenschutzrecht, was die Ministerin auch ausgeführt hat, auch heute Morgen Frau Münch. Wir müssen in die Hochschulregelungen hineinschauen. Ich glaube, das ist schon bei vielen Ländern momentan eine Diskussion, über die Kapazitätsverordnung zu reden, über die Lehrverpflichtungsverordnung zu reden. Das sind alles Themen, die heute schon, glaube ich, ganz klar definiert wurden, die wir dann in den nächsten Monaten und Jahren in Einklang bringen müssen mit den Entwicklungen, die vor uns stehen. Ich glaube, eine zentrale Stellschraube ist das Thema einschließen, das kann eine Lehr-Lernforschung mit einschließen, das kann auch Innovationen in Lernformaten, wo keine Technologie überhaupt keine Rolle spielt, einschließen. Wir haben hier in der letzten Zeit überhaupt, wenn überhaupt, Impulse dann vom Bund bekommen, ne, der Qualitätspakt Lehre, aber das sind natürlich Dinge, die wieder zeitlich befristet sind und dann müssen sie wieder neu ausgehandelt werden. Ich glaube, wenn es uns gelingt, irgendeine Lehrinnovationsförderung zu etablieren. Ja, Stifter, man spricht immer gern von Förderwerk Hochschullehre, aber Sie brauchen auch nie eine Institution. Und Hauptsache, Sie sagen, in den nächsten 25 Jahren, und zwar von Ländern und Bund gemeinsam gespeist, ja, gibt es so etwas, damit das tatsächlich auch passieren kann, was Herr Jäckel beschrieben hat. Sie müssen auch Raum schaffen für Experimente. Und dafür haben die wenigsten Hochschulen die Gelder, die Aachener zur Verfügung haben. Wenn ich mich recht erinnere, waren das nämlich Gelder aus der Exzellenzinitiative, die Sie da reingesteckt haben. Das hat nicht jede Hochschule. Das heißt, wenn wir über Finanzierungsfragen, ne, von Hochschulen sprechen, dann diskutieren wir immer quantitativ und selten qualitativ in der Lehre. Und das muss sich ändern. Und wenn Sie da Freiräume schaffen, um kontinuierlich Lehrinnovation zu betreiben, mit all den Rahmenbedingungen, die das auch zur Folge hat, es geht ja nicht nur um Ressourcen, es geht auch um Freistellung, damit man sich für Lehrentwicklung mal Gedanken machen kann und experimentieren kann. Es geht um Learning Laboratories, ja, wie das in Aachen heißt oder so ähnlich. Das ist, glaube ich, wichtig. Und zwar nicht immer nur in, ne, Projektform, sondern grundsätzlich in Dauerförderung. Ich unterstelle mal, dass Sie sich halbwegs anschließen, Herr Jäckel, oder? Weitestgehend etwas ergänzen, dass ja neben den Aktivitäten auf der Bundesebene wir in nahezu jedem Bundesland mittlerweile ja eine eigene Digitalstrategie vorfinden. Also meine Ministerpräsidentin hat jetzt auch eine Digitalstrategie in Bezug auf die Hochschulen eigentlich sein, dass wir in die Lage versetzt werden, zum Beispiel auch steuernd diesen Prozess bei uns anzuschieben. Also dass ich zum Beispiel so etwas wie einen Strategiefonds bekomme, aus dem ich beispielsweise bei Neuberufungen die Entwicklung in einem Fach, wenn der entsprechende Konsens da ist, auch in eine bestimmte Richtung lenken kann. Sie haben gerade die Lehr-Lernlabore oder diese Laboratories angesprochen. Das nimmt im Bereich der Lehramtsausbildung eine immer größere Bedeutung ein. Wir werden jetzt weitere davon einführen, werden mit den Schulen in der Region kooperieren und darüber können sich ganz interessante Modelle entwickeln, in denen die Digitalisierung mal mehr im Vordergrund, mal mehr im Hintergrund stehen wird. Sie wird aber definitiv eine Rolle spielen, auch dann, wenn es darum geht, Lehrerinnen und Lehrer mit neuen Lernkonzepten auch außerhalb ihres Studiums zu konfrontieren. Das ist für mich ein konkretes Einsatzfeld, wo man eine Digitalstrategie dann praktisch machen kann. Es gibt viele andere Beispiele. Heute Morgen ist die Internationalisierung erwähnt worden, hervorragendes Feld, wo man ganz, ganz interessante Dinge machen kann. Aber das wäre für mich jetzt, um auf die Frage des Kollegen aus Erfurt zurückzukommen, das wäre für mich ein Ansatzpunkt. Auch die Akkreditierungsagenturen sind aufgefordert, ein bisschen mehr über das Wort digital nachzudenken. Auch das ist ja heute hier schon erwähnt worden.
Vielleicht noch wenige hochschulübergreifende Ergänzungen. Also ich würde mir von der Politik wünschen, dass sie in der Lage ist, nicht 16 Plattformen mit 16 Digitalstrategien und 16 verschiedenen Bereitstellungsmodi für digitale Lehre an den Hochschulen zu installieren, sondern dass es da etwas Übergreifendes gibt. Die Education Cloud wurde erwähnt, jetzt im schulischen Bereich, aber da könnte man sich auch im hochschulischen Bereich durchaus was vorstellen, was eben eine politische größere Aufgabe ist als nur eine länderindividuelle. Das Zweite, ich würde mir wünschen, dass Politik in der Lage ist, den Hochschulen Kompetenzzentren für die Weiterentwicklung der Lehre in irgendeiner Form zur Verfügung zu stellen. Also eine Institution, wo Professoren und Professoren, die Interesse haben, hin können, um sich eben jenseits der einzelnen Hochschule fort- und weiterzubilden, um zu lernen, um sich gegenseitig auszutauschen. Und das Dritte, das ist auch ein Beitrag, den das Hochschulforum in der nächsten Phase ja leisten möchte, Hochschulen als ganze Institution in diesem Wandlungsprozess zu begleiten. Ja, auch das ist eine Aufgabe, also wenn wir das dann ermöglicht bekommen vom BMBF, dann ist das ja auch eine politische Aufgabe, die hier wahrgenommen wird, indem wir auch durchaus auf dieser Peer-to-Peer-Ebene, aber jetzt nicht des einzelnen Lehrenden, sondern der strategischen Hochschulleitungsebene, Hochschulen ermöglichen, diesen Gesamtwandlungs- und Change-Prozess zu durchlaufen und sich zu lösen von der Frage, was im einzelnen Hörsaal geschieht, sondern dahin zu kommen, was das für die Strategie der Hochschule, die Organisationsstrukturen, die Personalstrukturen bedeutet. Also diese drei Kompetenzanreicherungen, Hochschulstrategie, aber eben auch übergreifende Plattformen, sehe ich als einen Teil einer politischen Aufgabe. Name von einem Start-up, das aus dem Exzellenzcluster hervorgegangen ist. Meine Frage knüpft so ein bisschen an, ist ein wahnsinnig schlecht verkleidetes, also als Frage wahnsinnig schlecht verkleidetes Plädoyer, aber geht genau um diese Policy-Dimension des Ganzen. Was ich berichten möchte, ist, all die anderen Bereiche, in denen wir digital E-Health, ich persönlich komme aus Hamburg, Digitalisierung von Häfen und Logistik. Wenn es um die Frage geht nach politischen Rahmenbedingungen, wie sehr wäre es denn möglich oder sinnvoll, die Vermutung ist natürlich sehr sinnvoll, zu schauen, was dort von welchen Akteuren, die vielleicht eigentlich genuin Bildungssystem fremd sind, aber trotzdem Modelle entwickelt haben, Lösungen entwickelt haben, die als Blaupause dienen können oder aber auf Innovationen aus dem Bildungsbereich angewiesen werden. Wie kann man im Hinblick auf Policy da einen Austausch hinbekommen und die Akteure mit reinbringen, die irgendwie systemuntypisch sind und die wir bis jetzt auch noch nicht so wirklich dabei hatten, weil wir nicht wussten, dass sie dabei sein müssen oder sie nicht wissen, dass sie mitdiskutieren sollten. An wen geht die Frage? Wahrscheinlich eher an die beiden Herren in der Mitte. Wobei, vielleicht hat man in der Governance-Gruppe ja drüber gesprochen. Also wir hatten ja genau diese Mixtur hergestellt, ja, zwischen Vertretern aus dem Unternehmensbereich, aus dem Stiftungsbereich, verschiedene Branchen auch zusammengewürfelt. Wenn ich mal Bilanz ziehen soll, muss ich sagen, am Ende war es dann doch eher wieder eine hochschulinterne Debatte, die jedenfalls von den Hochschulvertretern dann weitergeführt wurde. Also es klappt nicht so, wie man sich das immer vorstellt, aber ich glaube, wir müssen weiter daran arbeiten. Also es geht ja um, also das ist ja das, was Sie ansprechen, so eine gewisse Intersektoralität in dieser Frage. Das schließt so ein bisschen an die Antwort von Herrn Dräger eben auf die Frage, wie kann man Public-Private Partnerships hier initiieren. Ich glaube, wir müssen erstmal darüber reden, was überhaupt einzelne Player anzubieten haben, ja, an Arbeitsteilung, an mögliche Arbeitsteilung, und dann können wir einen Schritt weitergehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dazu auch noch wieder eine Ad-Hoc-Arbeitsgruppe im nächsten Hochschulforum gibt, wo wir nochmal richtig nachschauen, welche Branchen müssten ja eigentlich zusammengemixt werden. Ja. Ja, aber ist es nicht so, dass auch ohne Policy viel geschieht? Also ich wüsste jetzt nicht, wie die Politik zu einer institutionellen Kooperation mit Google steht. Auf der anderen Seite können wir ja mal eine Umfrage machen, wie viele Hochschulen Google Docs einsetzen. Ohne jede Policy, ohne jede Vorgabe. Also ich meine, das findet doch den Weg. Im Hochschulwesen nutzen wir ja permanent die externe Expertise, um uns zum Beispiel bei ERP-Systemen, also bei Ressourcenmanagement-Systemen beraten zu lassen. Aber die Erfahrung der Vergangenheit ist doch immer gewesen, dass wir dann sehr häufig in sehr missliche Pfadabhängigkeiten hineingekommen sind,
Also ich kann Ihnen da verschiedene, von Campus-Management-Systemen angefangen bis zu dem, was wir, und ich habe von meiner Kanzlerin gehört, dass die ganze Republik momentan auf das System schaut, das bei uns implementiert wird, ob das nun wirklich funktioniert. Also in dieser Konstellation bewegen wir uns sehr häufig und deshalb weiß ich nicht, ob diese Frage der externen Kooperation in diesem Zusammenhang, den wir hier diskutieren, der goldene Weg sein wird. Hallo, Siri Wahrlich, mein Name, von der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Ich habe folgende Frage, und zwar das Thema des Panels sind politische Rahmenbedingungen. In der Politik geht es bekanntlich auch in erster Linie um Macht. Und das ist eine Frage, die mir hier jetzt noch ein bisschen zu kurz kommt. Es wird jetzt sehr viel darüber gesprochen, warum hapert es noch oder was klappt teilweise nicht. Wir brauchen mehr Personal, wir brauchen andere Strukturen und so weiter und so fort. Aber ist die Wahrheit denn nicht die, wenn wir mal dahin kämen, dass praktisch die Hochschulen in Deutschland noch stärker sagen würden, es gibt schon so viel da draußen, es gibt so viele Wege jetzt mittlerweile mit MOOCs und so weiter, wie Sie Studenten eben ehrlich gesagt vieles, was wir Ihnen hier beibringen, auch selbst beibringen können im Internet. Wir machen tatsächlich den Schritt, das stärker anzuerkennen und überlegen uns dafür Lösungen. Ist die Wahrheit denn nicht die, dass das zum Teil auch nicht stattfindet, weil die Hochschulen da einfach schlicht und ergreifend kein Interesse dran haben, weil sie selber ja dann als Hochschule ein Stück weit eben doch Macht einbüßen oder wie Frau Wanka vorher sagte, dass der ganze Hype um MOOCs hat am Anfang mal die Daseinsberechtigung der Hochschulen ein Stück weit, oder man hat sich gefragt, stellt es das in Frage? Es hieß jetzt, es hat sich nicht durchgesetzt, aber hat es sich vielleicht auch nicht durchgesetzt, weil einfach ehrlich gesagt ein Stück weit das Interesse auch nicht da ist? Ja, ist es Macht oder ist es Rollenwandel? Und ich glaube, dieser Rollenwandel ist nicht einfach. Wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, ist es ein Beispiel der San Jose State University, die einen in einem Electrical Engineering irgendwie einen MOOC vom MIT oder sowas eingesetzt hat. Die Professoren wurden zu Tutoren, die diesen MOOC begleitet haben. Das Lernergebnis war so, dass die Studenten mehr hinterher gelernt haben. Aber im nächsten Semester haben die Professoren gesagt, wir wollen nicht nochmal Tutoren sein, wir setzen das nicht fort. Aber ich meine, diesen Rollenwandel, der muss begleitet werden. Ja, also ich kann nicht von einem Tag auf den anderen in die Institution Hochschule reingehen und sagen, ihr nehmt ein Fremdprodukt und macht das alle anders und ihr habt jetzt eine andere Bezeichnung und andere Rolle, sondern das ist eben Teil dieses schrittweisen Veränderungsmanagements, was stattfinden muss. Und vielleicht ist dann die Lösung nicht der Komplettersatz, sondern die einzelnen Open Educational Resources, die an der einen oder anderen Stelle mal eingebunden werden. Und das ist eben ein Wandlungsprozess, ein schrittweiser Wandlungsprozess, den ich mehr unter dem Rollenverständnis als unter dem Machtaspekt sehen würde. Und wir haben die Leute berufen für eine ganz bestimmte Rolle und jetzt muss man sie mitnehmen auf dem Weg in eine veränderte Rolle mit einer veränderten Didaktik und veränderten Möglichkeiten. Herr Jeckel, dann haben wir ja Google. Also die rechtliche gibt es die Möglichkeit, bei dem bereits vorhandenen Personal einen, ich sag mal, Mentalitätswandel herbeizuzwingen. Also man kann sich dann auf verschiedene verfassungsmäßige verbriefte Rechte stützen. Freiheit von Forschung und Lehre ist eines der wichtigsten dabei. Das bringt einen dann am Ende nicht viel weiter. Also insofern ist es nicht nur eine Frage von Generation. Also es sind nicht nur die Neuen, die jetzt kommen und sagen, ich will das unbedingt machen. Es gibt viele ist jetzt übertrieben, aber es gibt einige an der Universität, die auch jetzt, ohne dass man Impulse-Nudging betrieben hat, das von sich aus gemacht haben. Nur eine Sache, dafür würde ich jetzt auch noch warnen wollen. Wir haben jetzt das MOOC-Thema schon so irgendwie, ne, das ist irgendwie erledigt. Also es hat in so vielen neuen Technologiebereichen mehrere Anläufe gegeben, bis es dann plötzlich funktioniert hat. Also schauen Sie sich jetzt an, was Netflix vor 30 Jahren hat Time Warner versucht, Pay-TV irgendwie hier in Deutschland hoffähig zu machen. Die haben, ich weiß nicht, wie viele Anläufe gebraucht, jetzt ist es da. Und deswegen sollte man aufpassen, dass solche Dinge jetzt nicht schon ad acta gelegt werden, nur weil Stanford und andere erkannt haben, dass man mit anderen Formaten gegenwärtig besser und schneller Zahlungsbereitschaft generieren kann. Dahinter steckt ja vielleicht noch was anderes hinter dieser Frage, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der Herr Heuer hat es, glaube ich, heute Morgen mindestens mal gedanklich angerissen. Wir erleben ja in bestimmten Branchen diese Zertifizierungsmacht der Hochschulen erodieren. Ja? Die IT-Branche schaut immer mehr, was kannst du eigentlich an Mikroqualifikationen? Und wenn du das nachgewiesen hast, dann ist es völlig egal, ob du einen Bachelor und einen Master da drauf packst oder nicht. Wir nehmen dich. Ja?
Und das ist latent. Also da muss man schauen, wie man damit umgeht. Ja? Also sich da traditionell auf gewisse Hoheiten zu berufen, klappt bei der Promotion auch nicht mehr. Ja? Kooperieren Sie jetzt auch. Und wahrscheinlich wird es auch da Kooperationsformen geben, jetzt nicht in Toto, aber für einzelne Module. Und ich höre immer das Argument, ja, die IT-Branche, ja, das ist ja was ganz Spezielles, ja. Wir sind uns aber auch einig, dass die IT-Branche nahezu in alle industriellen Zweige Deutschlands einführen wird. Insofern werden die da auch sozusagen Vorreiter sein. Nehmen wir das als Schlusswort. Ich weiß, es waren noch ein paar mehr Wortmeldungen, aber wir halten ja den Zeitplan strikt ein. Es ist 14.30 Uhr. Sie haben sich Kaffee und irgendwas zum Stärken verdient. Der Mentalitätswandel, den Sie jetzt im Grunde am Schluss angesprochen haben, Herr Jeckel, der wird gleich Thema sein im nächsten Panel, was wir dann ab 15 Uhr hier haben. Und ansonsten habe ich gehört, dass Impulse Nudging bereits trendet bei Twitter. Insofern haben wir hier auch was Kreatives geschaffen.